C-A-L-L-M-E, baby. Ich will ein Kaufverhalten-Video machen. Ich habe das gerade vorher versucht zu drehen und habe nur einen Scheißdreck daher. Ich glaube, deswegen mache ich es nochmal. Und zwar zeige ich euch schnell die Sachen, die ich geschenkt bekommen habe und die ich mir noch gekauft habe, zusätzlich zu den Sachen, die ihr schon gesehen habt, natürlich. Ich habe mir als allererstes den Body Spray Secret Escape gekauft, weil den gibt es nicht mehr. Die anderen, die rausgegangen sind von der Verpackung, sind ja nochmal neu gemacht worden. Also ein paar sind blieben und ein paar sind rausgegangen. Der war leider dabei, der rausgegangen ist, weil den mochte ich sehr gerne. Und ich habe die Bodylotion auch. Wer hätte das jetzt gedacht? Dann habe ich mir noch Masken gekauft. Die Afrika. Und viermal diese limitierte von Cadia Vera, weil es die bei mir nicht mehr im Müller gegeben hat. Und ich war mit irgendwem unterwegs und habe sie mir genommen. Ich weiß jetzt nicht mehr mit wem. Dann habe ich Geschenke bekommen von der lieben Freundin von mir. Sie hat mir aus Australien einen Magneten mitgebracht. Den muss heute ich endlich mal auf meinen Kühlschrank hängen. Ich habe Angst, dass er mal runterfliegt. Ich habe in letzter Zeit so eine botschete Phase. Ich habe auch meinen Apfelmagneten hingemacht, den ich von meiner Mama gekriegt habe. War gar nicht sauer auf mich. Sie hat mir aber auch Tuchmasken mitgebracht. Drei. Also die hat sie mir so mitgebracht. Hat sie mir versprochen, dass sie mir welche mitbringt. Nur traue ich mich nicht, die verwenden, weil ich komme ja nicht dran. Und eine hat sie mir auch zum Geburtstag geschenkt. Das ist diese hier mit Kokos. Und die finde ich voll geil von der Verpackung her. Die finde ich richtig geil von der Verpackung her. Ja. Das waren noch die kleinen Sachen. Jetzt hätte ich fast eins vergessen. Ich habe auch noch eine Probe bekommen von diesem neuen Granatduft, wo meine Mama gefragt hat, ob ich den oben habe mal. Also, weil ich einen neuen Duft oben gehabt habe und sie gefragt, ist das der, wo die Angelina Jolie die Werbung macht? Und ich sagte zu ihr, nein, und woher weißt du das? Sie hat gesagt, sie hat das im Fernsehen gesehen und jetzt, wo ich in der Parfümerie arbeite, guckt sie mehr drauf. Also habe ich von dem mal eine Probe bekommen, bin gespannt, wie der ist. Weil jetzt interessiert er mich noch mehr, weil meiner Mama der Duft auch aufgefallen ist. Dann habe ich mir noch einen Duft reduziert gekauft um 10 Euro. Da habe ich leider jetzt die Folie schon runtergenommen, weil ich so euphorisch war und das im neuen Video, also im vorigen Video zeigen wollt. Ja, den habe ich mir noch gekauft um 10 Euro. Und der sieht so aus. Ist der nicht schön? Anschmacht. Den werde ich mir auf jeden Fall noch in groß kaufen. Mir egal, was alle sagen. Den kaufe ich mir noch in groß. Weil den finde ich sowas von schön. Ich hoffe, ich kriege ihn noch. Weil ich will den unbedingt noch in groß haben. Unbedingt! So. Ah ja, dann habe ich noch einen Pinsel, der da versteckt ist. Das war aus dieser Blossom Dream LE von Essence. Und der Pinsel sieht so aus. Der hat doch so ein silbernes Design mit Blümchen dran und ist rosa. Und ich finde, zum Konturieren wäre der interessant, aber fürs Creme-Konturieren wäre der interessant. Deswegen werde ich den mal probieren. Ja, ich zeige euch jetzt das Heft lieber nicht, weil ich habe es nicht aufgeschrieben, was ich im März alles gekauft habe. Ich muss das erst zusammenschreiben, ich faule Sau, ich weiß. Ich habe in letzter Zeit wieder kaum Zeit, leider. Ich will da nicht näher drauf eingehen, weil ich habe euch da im anderen Video, wo ich vorher gerade versucht habe, das zu drehen, ein bisschen zu viel gelabert. Und es interessiert keinen. Und ja. Also, weil das Heft ist jetzt voll, ja, was ich jetzt da gehabt habe, das alte. März war die letzte Seite. Und ich habe überlegt, ich wollte eigentlich ab April, weil April habe ich ja keine Seite mehr, wollte ich eigentlich nichts mehr kaufen. Das hat aber nicht funktioniert, weil ich habe im April jetzt schon wieder was gekauft. Shame on me, aber was soll's. Und weil das eben passiert ist, habe ich mir gedacht, ab Mai, ich glaube eh nicht, dass ich es schaffe, aber ihr könnt mir mal die Daumen drücken. Weil ich will noch eine Yves Rocher Bestellung aufgeben. Weil eine habe ich schon aufgeben. Die ist schon da, die muss ich nur von der Post holen. Und die zweite, die ich aufgeben will, sind mit Duschgel. Weil die gibt es dann nicht mehr und ich hätte die noch gerne. Und dann will ich ab Mai wirklich nichts mehr kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich muss mir auf die Finger hauen und mal, nein, Schluss, Ende, nichts mehr kaufen. Weil ich habe wirklich wieder viel Geld im März und in April jetzt auch wieder ausgeben. Und ich will eben versuchen, nichts mehr zu kaufen. Ich will es wenigstens mal versuchen, mal den ganzen Monat an nichts, was das betrifft, denken, sondern aufbrauchen.
aufbrauchen. Denn ich habe in dem Monat so viele Sachen leer gemacht, wo ich echt stolz auf mich sein kann. Stolz, wie ich das jetzt ausgesprochen habe. Wo ich echt stolz auf mich sein kann, dass ich das leer gemacht habe. Auch Kosmetik ist viel leer geworden. Ich meine, ihr habt das Aufgebrauchsvideo ja von vorher gerade sicher gesehen, aber es ist echt viel aufgebraucht worden. Ein Nagellack, ein Rouge, also ich will jetzt wirklich mal versuchen, einen Monat lang, ich probiere es einen Monat und sage euch dann in dem Kaufverhalten, Mai, April kommt ja dann noch eins eigentlich, Mai, wie es gelaufen ist. Also ich halte euch da eh auf dem Laufenden, da werdet ihr eh Ende des Monats dann noch was hören. Also ich will das jetzt schon mal, jetzt im April wird es halt nicht funktionieren, weil ich will den Duft noch in groß haben, den von ihr da. Ich habe zwar keinen Platz mehr, aber egal. Und was noch? Ich glaube, das war's eh. Ja, also ab Mai will ich versuchen, wirklich nichts mehr zu kaufen. Das heißt, im April kaufe ich mir die paar Sachen noch, die ich jetzt haben will. Eigentlich macht das auch keinen Sinn, aber ich will dann ab Mai versuchen, mal einen Monat lang nichts zu kaufen. Wenn ich das einen Monat lang durchziehe, will ich das länger durchziehen. So, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es auch so, wie ich es euch sagen wollte. Fashionmäßig werde ich schon noch was kaufen. Weil ich will jetzt hoffentlich bald mal meinen Kasten ausmustern. Weil das sind nämlich viele Sachen, die mir nicht mehr passen, ist mir aufgefallen und deswegen will ich die ausmustern. Ja. Also wird da noch ein bisschen was kommen. Aber sachte. Und ich beende jetzt das Video. Ich glaube, es ist relativ kurz geworden, aber mir fällt nicht mehr ein, was ich noch dazu sagen kann. Und deswegen, ja, ich will versuchen aufzubrauchen. Ihr könnt mich ein bisschen motivieren. Ich werde mir dann wahrscheinlich, ich werde mal versuchen, mal einen Monat durchzuziehen. Und ich werde mir was versprechen, was ich haben darf, damit ich das auch durchziehe. Vielleicht was, was ich schon länger haben wollte. Irgendwas Bestimmtes. Muss ich mal auf meine Wunschliste schauen gehen. Irgendwas Bestimmtes. Aber da halte ich euch alles noch auf dem Laufenden. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ich es schaffe oder nicht. Ich glaube nämlich auch nicht, aber egal. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!